Nein! Banui! Geh da weg, das ist mein... Banui! Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Chat zusammen mit dem Balui, dem Schuhputzer, ne? Nix Schuhputzer. Wie nix Schuhputzer? Der General. Weißt du, wie ich meine Folge gestern genannt habe? Du hast sie ja noch nicht gesehen, zu meinem Glück. Ja, welche dann? Weißt du, was ich meine Leute drauf. Ich habe sie genannt. Ich habe sie genannt. Eine Beleidigung für Basti. Ein Beleidigungsnamen für Basti. Die Zuschauer sollten bei mir in die Kommentare Namen raussuchen, wie man dich am besten beleidigen kann. Was? Dass du mich nicht immer Schuhputzer nennst. Und ich habe schon überlegt, ob ich dich Karottenschäler Basti nenne oder sowas. Ey, kein Grund gleich handgreiflich zu werden. Ja. Mal gucken. Ich habe aber gesagt, unter der Gürtellinie Kommentare werden gelöscht. Also wenn es zu übel wird, dann gehen die weg. Aber ich brauche einfach einen Konternamen. Weißt du, ich bin jetzt gerade ein bisschen entsetzt, Balui. Warum? Weißt du was? Nö. Guck mich an. Siehst du mich an? Ja. Putz die Schuhe, los. So ein Rad ab? Putz die Schuhe, Balui. Balui! Deine scheiß Schuhe alleine. Warum? Kannst du deine scheiß Schuhe alleine putzen? Bist du behindert? Balui, du bekommst dein Zeug erst wieder, wenn du meine Schuhe geputzt hast. Leck mich, nein. Balui, pass auf. Warum stehen hier eigentlich keine Helikopter? Jetzt, warte. Sollen wir das den Zuschauern verraten? Hier stehen keine Helikopter, weil die morgen um 9 Uhr einschalten sollen. Genau, weil, da wisst ihr dann, was passiert. Ja, da ist nämlich was Besonderes passiert. Oh, hörst du das? Das bist du. Du bist das mit dem Panzer! Nein! Balui! Geh da weg, das ist mein. Balui! Du zerstörst unsere Base! Alter, nein. Balui! Ey, ich raste aus. Balui! Ich seh nichts, wo kommt der scheiß Panzer her? Was ist das für eine Kacke? Ey, du Panzer! Balui, geh da raus! Nix da! Gib mir mein Zeug! Nein, du kriegst das Zeug nicht. Du musst erst die Schuhe putzen. Ich putze dir gleich dein Heliport kaputt. Nix da. Wo bist du? Wo ich bin? Scheiße, ich habe keine Munition. Verdammt, Balui! Alter! Komm da weg. Alter, Balui, lass es! Bring dich um, Mann. Ich hab eine Idee. Überfahr dich. Nein! Alter, wie scheiße lässt sich der denn fahren? Ja, Mann? Ne? Wenn man halt ein Schuhputzer ist, dann weiß man nicht, wie das geht. Oh Gott, war das knapp! Balui! Lass es! Kann das Ding auch was anderes schießen? Balui! Lass es! Kann ich irgendwie einstellen, wie schnell er fahren soll? Ja, du musst W ganz oft drücken. Aha, danke. Ja, wo ist er denn? Oder? Balui! Komm zur Vernunft und putz jetzt die Schuhe! Was denn? Gib mir mein Zeug. Nein! Balui! Nein! Du kannst zum Glück, dass diese Scheiß... Oh Gott! Ah! Hilfe! Was die? Komm da jetzt, zeig dich, du Schisser! Nein! Du hast einen Panzer! Hast du Angst vor mir, oder was? Ja! So was? Balui? Lass uns jetzt lieber die Landebahn weiterbauen! Ja, bau du mal die Landebahn weiter. Gib mir mein Zeug! Nein! Au! Ohne Witz. Ich hab gesagt, wir machen heute eine längere Folge aus Spaß. Und du machst schon wieder nur Scheiße. Oh. Lol. Was machst du? Hä? Was machst du? Machst du Mist? Ja, was wohl? Ich überfahre gerade einen Creeper. Ja, und dann? Ich will wissen, was du jetzt machst. Ich? Weiß noch nicht. Mal gucken. Scheiße, so ein Glück. So ein Glück, dass ich kein Zeug mehr da brauche. Nicht das, was ich brauche, auf jeden Fall. Jetzt gib mir mein Zeug wieder. Nein, Balu, jetzt hab ich den Panzer. Wir
Mit Panzer kann man eh keine Person treffen. Beim besten Willen nicht. Okay. Hab's probiert. Versuch's doch. Ich kann keine Personen treffen. Oh, wir haben überhaupt nix, ey. Ja, du traust dich ja nicht mal in meine Nähe. Komm, schieß doch. Daneben, Loser. Man kann ich den Panzer mit der Hand zerschlagen? Boah, okay, man kann doch Menschen damit treffen. Ja. Das mit der Hand zerschlagen habe ich auch schon probiert, aber es geht nicht, wenn jemand drin sitzt, Baloui. Sicher? Ja. Komm her. Nein! Baloui, geh jetzt weg! Oh! Du machst meinen Wald kaputt! Baloui, lass uns doch jetzt einfach an der Landebahn weiterbauen. Ich gebe dir dein Zeug. Und du nennst mich nicht mehr Schuhputzer Baloui. Kommt jetzt drauf an, was in deiner Folge bei rausgekommen ist. Alter, weißt du was? Weißt du was? Morgen, ne? Ja. Wenn wir morgen den Kampf haben, ne? Ich werde dich einfach nicht verschonen, das einfach ist. Mir egal. Okay. Egal. Hilfe! Ich mach mir jetzt auch neues Bierzeug, weil du mich nicht kannst. Warte, ich geb dir doch jetzt das Zeug. Jeder gegen jeden, also ist mir scheißegal. Baloui. Kein Pardon für Basti, würde ich sagen. Hashtag kein Pardon für Basti. KPFB. Nein! KPFB. Hashtag KPFB. Kein Pardon für Basti. Was willst du jetzt? Dass du mir mein Zeug wiedergibst. Ja, jetzt komm her. Ich geb dir das Zeug wieder. Ich steck ja meinen Panzer fest. Oh, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Ja, es ist ein bisschen Munition hingegangen, aber egal. So. Mein Zeug, meine Möhren, mein. Ja, mein, Moment, mein hier, Werkzeug. Warte. Da, da, da. Danke, da, danke, da. Danke. Was danke, hattest du noch? Danke. Hier. Nein. Ach so, okay. Ja, okay, 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 okay. Ich muss den Panzer wieder hinsetzen. Oh Mann! Baloui, warum muss das so eskalieren? Weißt du bist. Du lässt es halt einfach. Ich bin gespannt. Ehrlich, Basti, ich bin so gespannt, was dabei rumkommt. Ich hoffe, die Leute haben richtig geile Ideen für Beleidigung. Alter, jetzt. Du bist wahnsinnig. Also nicht Beleidigung in dem. Ja, ich wollte gerade sagen, hallo. Ja. So wie du mich Schuhputzer nennst, nennen die Leute dich vielleicht Karottenschäler Basti oder so. Ja, du, ich pflanze die Karotten auch logischerweise an, also dürfen sie mich auch so nennen. Ich hab mich voll abgefuckt darüber, dass du die Karotten alle weggemacht hast. Ja, du hast nicht mal nachgeschaut, wo ich sie hingemacht haben könnte. Nein, ich hab gedacht, boah, das hat der nur gemacht, um dich zu ärgern. Nein, hab ich nicht. Du hast gesagt, Baloui pflanzt deine eigenen Möhren an oder so ein Kack. Nee, was denkst du von mir? Ja, nur das Schlechteste, weißt du doch. Ja, aber warum? Ja, weil ich dich kenne. Ja, dann wüsstest du, dass ich dich niemals hungern lassen würde. Das, denk nochmal drüber nach. Vielleicht ja doch. Nee. Hilft eigentlich eine Dia-Rüstung für den Kampf morgen? So? Hilft das was? Nein. Warum nicht? Weil wir in einem Heli sitzen. Ja, aber... Oh! Da hat einer geklingelt. Für dich. Wir müssen die Landebahn jetzt mal weiterbauen, Baloui. Weil... Deine Mama hat angerufen, du sollst mir all deine Dias geben. Ich hab nicht viel. Sag ich auch immer. Wir hatten ich hab die Landebahn schon voll viel dran gemacht. Ja, ich hab auch schon weiter. Ich hab ab hier, glaube ich, hab ich abgetragen. Okay. Na gut, ein bisschen hat er gemacht. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon einige Steine gebrannt, so, damit wir. Also ich würde sagen, wir machen die aus Half-Slabs, ja, also auf den schönen hellen Half-Slabs, wenn das ja. Okay. Ne, das finde ich auch gut. Und wie machen wir die Fahrbahnmarkierung? Wir könnten in den Nether gehen und uns Quarz holen. Ich glaube, das sieht schön aus. Haben die Zuschauer auch vorgeschlagen. Ja, aber Quarz ist selten, ne? Also mega selten, oder? Ja gut, das machen wir in einem Livestream, Baloui, ne? Gibt's ja, Meta-Action im Chat. Ich denke jetzt am Wochenende werde ich auch ein bisschen Zeit dafür haben. Vielleicht, ja toll, vielleicht, ja doch, nach der Folge oder so, irgendwie heute im Laufe des Tages, heute Abend, ich weiß nicht. Ja, mal gucken, ne? Wenn sich halt die Zeit anbietet, könnte halt sein, dass gerade an Wochenenden die Folgen mit dem, was im, was wir hier drin machen, etwas asynchron sind. Warum? Ja, wegen dem Kampf, der halt kommt. Achso, du meinst so asynchron, ich dachte deinen Tonspur und so. Nee, das wäre ja dann technische Dummheit. Das wäre ja dann technische Dummheit.
Aber also, Leute, wir müssen morgen unbedingt um 9 Uhr einschalten. Unbedingt. Ja, 9 Uhr und zwar, glaube ich, bei allen gleichzeitig. Ja, wir wissen zwar noch nicht, was passiert, aber schaltet ein. Genau, wir haben nur unsere Helis schon mal zur Sicherheit in Sicherheit gebracht, damit ihr halt auch nicht wissen könnt, wie das Ergebnis ausgeht oder sonst was. Genau. Mensch, Balu, ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf unsere Base. So von der Aufteilung finde ich die richtig gut. Und wenn wir hier, guck, wenn wir hier die Landebahn haben... Ich glaube, so viel haben wir nicht mal einen Craft Attack geschafft. Nein, nein, nein. Das stimmt. Ja gut, da hast auch du nicht so oft mitgebaut, muss man sagen. Ohne das jetzt böse zu meinen. Nein, aber das hier, ich sag, weiß nicht, das hier löst bei mir ein anderes Gefühl aus, als das, was es bei Craft Attack ausgelöst hat. Was hat's so, bei... Weißt du, was ich meine? Es macht hier einfach mega Spaß. Das ist was anderes. Keiner ist sauer, wenn man den anderen tötet, abschießt oder sonst was. Ja, weil das hier Sinn und Zweck ist, ne? Genau. Das wir müssen mal... Balu, wir müssen mal noch einen Plan ausarbeiten, dass wir irgendjemanden zu uns locken. Jemand ist ein Lockvogel sozusagen zu unserer Base und ich dann am Luftabwehrgeschütz und dann ballern wir den ab. Wir könnten das mal mit Spark probieren, der neben dran wohnt. Ich fliege mal über seine Base und dann... es ist ja erlaubt, den anderen abzuschießen und vielleicht fliegt er uns dann hinterher. Wir müssen natürlich den schnellsten und wendigsten Heli haben. Da brauchen wir dann mal einen Jet. Da brauchen wir mal einen Tipp von euch. Was sind die schnellsten und wendigsten Helis bzw. Jets, die es hier so drin gibt, damit wir entkommen könnten, ja? Also, wenn wir einen Spark in die Falle locken, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber... Ja, Spark in die Falle locken, ne? Ja, ich glaube, Spark würde das für den Braten riechen. Auf großem Ja, Bein. Eben. Das macht Spark immer. Bei Zinus könnte man es versuchen. Ja. Oder Klim, der ist auch noch so ein bisschen naiv, was das angeht hier. Der ist ja noch nicht so lange mit dabei. Stimmt. Das hört sich gut an. Oder Early? Ja, bitte. Hat er schon irgendwas eigentlich? Ich weiß gar nicht, wo seine Base ist. Der hat er ein Haus? Sein. Was machen wir eigentlich, Basti, zum Thema Hafen und Wasser? Da müssen wir ja vielleicht, ja. Also wenn jetzt unser Landebad steht, dann mal im Lauf der Woche auch mal mit anfangen irgendwie, ne? Also gegen Ende der Woche. Stimmt, spätestens. So, warte mal. Ich würde unseren Hafen, warte mal. Möglichst bitte da, wo kein anderer was gebaut hat. Ja, aber es muss schon im großen Meer sein, ne? Ja, klar, muss ja lohnen. Wir müssen ja Verbindung mit anderen haben. Also ich würde es eigentlich tatsächlich auf der anderen Seite vom Ozean machen. Da würde keiner mitrechnen. Fliegen wir mit den Helis dann rüber und dann können wir da aus dem Hinterhalt. Ja klar, und dann sind wir auch auf dem Flug darüber abgeschossen. Nee, wir finden schon eine geheime Route. Okay. Oder? Ich weiß nicht, was meinst du? Welches Meer gilt denn das? Also dieses große... Da unten? Ja, ich glaube schon. Wo auch irgendwann der Kampf stattfindet? Ich glaube schon. Ja, da müssen wir uns da irgendwo hinsetzen. Wir machen einfach eine Unterwasser-Base in so einen Berg rein, in so eine Höhle, weißt du, wie so eine Piratenhöhle. Ja! Schade, dass es keine U-Boote gibt. Gibt's nicht? Schade. Ich glaube nicht. Warte mal, ich gebe mal ein. U-Boot. Ja, ich glaube, die heißen nicht. Wenn, heißen sie nicht U-Boot. Ah, Submarine. Nein. No, egal. Nee, ich glaube, das ist auch so, die hätten, glaube ich, Eigennamen wie die Hubschrauber. Die Hubschrauber heißen, sondern Havoc und Apache. Ach so, und ja. Ja, nee, aber es gibt jetzt hier nichts, was nach einem U-Boot aussieht. Ich sehe hier, warte mal. Special Operations? Oder ist es ein Chat? Nee, das ist ein Boot. Basti, wir testen das, wir bauen die. Wir müssen nur ein bisschen mehr Eisen uns besorgen. Ja. Brauche eine Eisenbahn. Es gibt sogar einen Preis für den Gewinner morgen, ne? Ja! Voll geil. Oh, ich hoffe, ich bin nicht erster tot, bitte. Ich will einfach meinem Projekt nicht der Schlechteste sein. Bitte, Mann. Oh, Mann. Das Doofe ist, Leute, was ihr euch noch merken könnt für morgen, wir dürfen nicht teamen. Also nicht Balui und ich gegen die anderen, nein, sondern Balui und ich sind auch Feinde. Ich schieße dich zuerst ab. Sobald ich dich sehe, bist du unten. Alter. Nach der Aktion heute. Was heißt nach der Aktion? Du bist mit dem Panzer auf mich los! Es gibt keine Teams, Basti. Das tut mir sehr leid für dich. Du bist mit dem Panzer zuerst auf mich los. RIP Team Baba, würde ich sagen. Wie RIP Team Baba? Ja, RIP Team Baba. Alter, bist du behindert? Du hast mir die Schuhe vor die Nase geworfen und hast gesagt, putz. Was denkst du denn, was ich mit dir mache? Ja, natürlich. Ja, du bist der Schuhputzer, Balui. Das haben wir ausgemacht. Pass auf, Basti. Pass auf. Ganz einfach.
Wer morgen länger lebt, der ist ab dann der General und der andere ist der Schutz. Weil du hier den Deal gehe ich nicht ein und du weißt warum. Ich bin dafür. Nein? Doch, klar. Oder, ja doch. Ich sag den Zuschauer... Moment, das lassen wir die Zuschauer entscheiden, ja? Ich sag... Seid ihr dafür, dass derjenige, der länger Stopp. In dem Kampf überlebt... Hallo? Beiden... Nein. Was? Nein, pass auf, ich spoiler sonst die Zuschauer. Weil das ist jetzt unfair. Ist mir doch egal, wie unfair. Nein. Leute, ihr müsst wissen, das Battle Royale haben wir schon aufgenommen. Das heißt, Baloui weiß das Ergebnis. Und deswegen besteht er so darauf. Nein, ich bin dagegen. Ich bin dafür. Weil das ist unehrenhaft oder so, wie es manche Leute sagen würden. Ja, das ist aber egal. Ich meine, meine Ehre leidet darunter ja nicht so sehr. Jetzt brav. Du hast es heute auf die Spitze getrieben. Hey, du bist mit Panzer auf mich los. Und ich hab dich nicht getötet. Ja, ich hab dich getötet, weil du... Ich weiß gar nicht wie. Ich hab versucht tausendmal dich zu treffen. Es ging nicht. Ja, ich bin halt rumgelaufen. Baloo, es war schon witzig, muss ich sagen. Schuhputzer Basti. Basti, weißt du, was das Traurige ist? Du hast einen zu früh aufgehört. Deine Markierung geht bis da hinten. Hä? Wir hätten einen weiter noch gewusst. Shit. Hä? Ja, da, wo die braune Erde ist, da ist genau der 60. Block. Ja, ich weiß. Ja, ich nicht. Aber wir haben hier schon richtig gut was ausgehoben. Wir müssen nur gucken, in welche Richtung die starten und landen. Weil hier ist noch ein fetter Berg. Sagen, von hier... Ist hier voll eng. Ja, guck, Baloui, von hier nach da. Also von nach Warum Richtung Osten, oder? Als Startfläche, weil dann kannst du hier hochziehen und dann noch über einen Berg ziehen. Und, oder du fliegst links ins Tal rein. Ja, zum Beispiel. Und von da aus kommst du auch zurück zum Landen. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Bin mal gespannt. Und Hangar können wir dann hier in den Berg hier reinbauen. Genau. Müssen wir Hangar noch zusätzlich haben oder nur die Start- und Landebahn? Nee, du musst einen Hangar haben, glaube ich. Okay. Auch noch. Das ist ja okay. Ein Abstellplatz. Hier war es ja Schnee. Yay. Yeah. Snow, baby, snow, let it snow, let it snow, let it snow. Yo, yo, yo. The jets are brightly fleeging. Headcop, das Brenning und, keine Ahnung. Um die Ecke fliegen. Okay. Fliegen. And the Landebahn looks so, snowy. Nee, full of glow. Let it snow, let it snow, let it snow. Ah, okay. Also, ich meine, ich bin ja schon so schlecht im Reimen, aber im englischen Reimen muss dann gar nicht sein. Alter, das ist echt mega. Und die Arbeit. Ja, wir haben hier mega das Bauprojekt am Start, ne? Wir müssen auch noch gucken, dass wir es einfach haben sollen. Die anderen haben einfach nur schön gefarmt in der Mine und konnten da dann einfach eine Landebahn draufbauen. Und wir nehmen halt den ganzen Berg weg, um eine Landebahn zu bauen. Ja, aber ich muss halt sagen, ich finde das Areal, was wir haben, einfach schön für so eine Military Base. Und darum geht's mir. Ich meine, wenn du mal auf der Karte guckst, nur mal zum Beispiel bei Spark. Das ist für mich keine richtige Military Base. Das ist total angreiflich. Nirgendwo Deckung und so, weißt du? Ja, klar. Ich meine, Gomme, also hier Camp Gomme, ich habe mir das mit einem Waypoint gemacht, finde ich, sieht mega cool aus. Dann ist da direkt gegenüber ist da noch was. Ich weiß aber nicht, wer da baut. Gut, Klim hat erst angefangen. Ja, genau. Ich weiß nicht. Also ich finde unseres einfach so von der Location einfach geil. Ja, unseres hat den schönsten Flair, sag es doch einfach. Ja, das meine ich einfach. Das ist einfach so. Die das ist so wie so eine richtige amerikanische Base oder so, versteckt in den Bergen oder so. Ich fühle mich immer die ganze Zeit eher wie so ein Schweizer. Ja, eben. Ja, stimmt, so, Schweizer. Dazwischen irgendwo seine geheimen Bunker. Ich hatte immer die Idee gehabt, wir machen da so ein Schneedach komplett drüber, dass man von oben gar nichts mehr sieht. Das wird halt schwierig. Was für eine Arbeit ist. Ja, aber und dann, wie kommst du dann mit den Chats raus und so weiter, ne? Also dann halt ja, da müssen so wir eine geheime Öffnung bauen, die sich dann so also, mit Redstone und Pistons sich öffnet. Wie krank das wäre. Das wäre krank und das wäre so geil. So wie die Schalke-Arena, weißt du? Das ganze Dach geht auf. Das wäre schon episch, aber in der 1.7 glaube ich wenig umsetzbar. Vielleicht mit Comment Blocks dann noch irgendwie was oder so. Das
wäre auch jetzt geil. Ich glaube, aber das schaffen wir nicht mehr. Machen wir mal anders, vielleicht in einem Stream, ne? Also Leute, wenn es euch... Wir haben eine ganze Menge geschafft. Guckt euch an, guckt euch diese mega fette Landebahn an. Und verpasst morgen auf gar keinen Fall um 9 Uhr die Folge. Auf gar keinen Fall. Ja. Und ich würde sagen, das war eine richtig explosive Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Lasst einen Daumen nach oben da und schaut bei Balui vorbei. Und tschüss. Und Basti. Ciao.